So. Hat keiner gemerkt. Dann mach schnell so. So, du hast dich schon Schleim, verziehst dich da unten bitte. Alter! Ja. Nicht du. Muss pinkeln. Dann geh doch. Nee. Why? Bin beschäftigt. Oh Gott. Ja, Gollum. Gollum? Ja. Bei meiner Schwester. Dann sagt bei meinem Bruder. Ja, es ist wieder da. Juhu. Jo, Baby, jo. Ich bin so froh. Aus dem Jo. Das ist sich ab und zu. Aha. Was passiert, wenn ich jetzt ganz viel einziehen muss? Dann finde ich das mega geil. Dann will ich riechen kommen. Nee, die bleiben bei mir komischerweise nur leise. Ach so. Dann setz dich mit deinem Arsch auf meine Nase und dann lass nochmal. Umso mehr stinkt sie dann. Ah ja. Weißt du, wie hart ich drauf bin? Deswegen hältst du mal ein Biss aus. Liebe dich. Ich dich auch. Du musst jetzt nicht schreiben, du musst weiter aufnehmen. Aufzuschreiben, du musst weiter aufnehmen. Hörst du jetzt auf? Boah, wenn die nachher müssen sie schreiben, ich zu. Boah. Nicht mal eine Nachricht wie diese. Ich liebe dich auch. Du sagst, schreib nicht zurück. Hilf dich aber mehr. Das ist am meisten. Mumu. Ja, du bist auch eine Mumu. Geil. Ah, siehst du? Alle weg hat mich schon. Ich bin hässlich. Und jeder mag dich. Junge, du bist hässlich. Und niemand mag dich. Kann aber nicht so betont bei mir. War zu aggressiv. Junge! Na, du bist hässlich! Alter! Was denn? Also so behindert bin ich schon auch wieder nicht. Ich liebe dich. Nein, ich war gerade etwas in Panik. Ja. Ja, ich bin. Guck auf mein Leben. Ich seh dich nicht. Siehst du mich nicht? Da müsste ich nach unten gucken. Boah. Ich bin gerade beschäftigt. Mit Glätten. Ich liebe dich. Ich auch. Sieht doch gar nicht so schlimm aus. Ja, ja, gut. Boah. Schatzi ist böse. Nein. Ja. Also, und jetzt schreibt alle in die Kommentare, Schatzi ist böse. Ich blocke euch. Ich steh blocke, ich entblocke euch. Dann schicke ich euch Vincent zu Besuch und der rapt euch dann. Ich schicke euch meine Schwester zu Besuch. Die klatscht euch dann so ab. Boah, ja. Boah. Geil. Alter. Sie sind nicht krank, nein. Nee. Jetzt wird nur um die Abonnenten. Boah. Naja, ist halt jetzt nicht so wild. Sind ja auch nur Menschen. Wer? Gollum. Gollum. Hui. Nee, ich bin kein Gulli. Du bist mein Ein und Alles.
Aber kein Gulli. Ja, aber du hast trotzdem ein und alles. Aber kein Gulli. Ich bin immer noch kein Gulli. Brauchst du auch nicht böse gucken? Ja, genau. Ich gucke auch nicht böse. Brauchst du auch nicht traurig gucken? Auch nicht eingeschnappt? Du bist trotzdem mein auch nicht nervös? Du bist trotzdem mein ein und alles. Und was? Liebe dich. Ist es so? Ich wollte schon sagen, jetzt ein bisschen im Rage-Modus. Wer? Ich. Ach. Ein kleines bisschen nach dem Aufnehmen. Ja, nee. Ich habe vollstes Verständnis. Für deine Mutter! Ich muss jetzt nicht sterben, nein! Nee, ich kotze lieber ins Mikro. Ja, das ist okay, aber nicht sterben. Ich bin im Kotze für alle. Aua. Oh. Mein Popo. Popo. Alter. Also absolute Filmempfehlung mal an dieser Stelle. Ich einfach unverbesserlich 2. Wer es noch nicht gesehen hat, zieht es euch rein, lohnt sich. Oh. Normalerweise mache ich ja sowas nicht, aber in dem Fall kann man ja mal eine Ausnahme machen. Aus. Ja. Mhm. Kann ich rein, es wurde gerade Nacht. Nee, ich bin gar nicht oben. Ja, ich weiß aber, das ist gerade Nacht und deswegen frage ich dich. Ja. Oh, Schatz, ich brauche wieder Deko. Was, du brauchst Deko? Deckung! Ja, ist gerade ein bisschen schlecht, weißt du. Das ist doch ein Spiegel. Ich bin aber gerade so weit. Dann kommst du wieder hoch und du machst den Weg dann noch. Gleich. Nee, jetzt. Ich liebe dich. Ich seh's auch. Komm, bleib, ich seh dich noch gar nicht. Ja, es ist gerade ziemlich viel Verkehr. Ich stehe gerade im Stau. Stimmt gar nicht, ich habe noch keine Nachrichten mehr. Was am Stau sein sollte. Na. Was ist jetzt von mir? Auf der U2 durch die Hölle. Da klemmt's gerade ein bisschen. Du hast einen Spiegel, du kannst ja schon probieren, dass du ins Haus baut und dann hello. Ah, ich habe eine Geschwindigkeitsbegrenzung hier. Und 3000 km/h, gell? Spiegel! Boah. Jetzt kannst du rüberkommen. Scheiße, ey. 34, hast du Schluss gemacht? Ja. Was? Was? Du guckst gerade zu viel. Nie werd ich echt. Ich auch meine Maus spitzt. Ah. Bananennektar. Ja. Siehst du, Schatz, nur für dich bin ich jetzt hier, um dich zu schützen. Nee, weil du unten in der Hölle fast gestorben warst, deswegen, gell? Ja, und da hattest du gerade eben keine andere Wahl. Stimmt doch gar nicht. Nein. Du weißt ganz genau, was ich immer für dich da bin. Ich hab's gehört vorhin. Wir haben sogar ein Beweisvideo. Schneid dich raus. Vergiss es. Liebe.
Ach, das noch. Kannst du doch ein bisschen Erde holen. Habe ich schon für dich. Wo brauchst du Erde? Falsch. Ich habe ja noch mit. Hinter dir. Danke, meine Herren. Da, von dem Stern. Bitte, mein Engel. Guck mal, da unten ist eine Party. Ging das noch hier hin? In der Höhle direkt, gell? Das kann sein, ja. Müssen wir irgendwann nochmal in die Höhle? Nee, ich glaub nicht. Dann würde ich nur meinen. Hier. Direkt mit hin und dafür danach auch ins Wasser rein. Ja. Dann haben wir unter Wasser bauen. Ganz episch. Ich gehe mal davon aus, dass du es ganz gerade ziehen willst. Ja. Also die Planken dann halt nur noch weiter hochsetzen müssen. Und wir dann so noch ein bisschen Dreck mit loswerden. Den wir hier gerade, den ich hier gerade ansammeln. Wer ist beschwert sich dann neu, das ist langweilig und so.
Also machen wir das dann nächstes Mal extra so. So extra lang. Mach Slow-Mo drauf, gell? Genau. Was hat denn deine Jacke für Stats? Was? Was? Deine Jacke. Meine Jacke. Das Stück Handschelle. 4 Millispeed. Willst du plus 1% Crit? Nö. Geht schon. Dein Schwein pfeift. Ja, das ist richtig hart. Und unbesonnen. Haarisch. Naja, kommt drauf an. Kann ich jetzt Zombies dann? Jette ist eingesperrt. Sie haben kein Recht zu leben. Ja, ich mache unten nur die Fackel weg, da lasse ich hier dann mit Wasser reinlaufen. Okay. Bis wohin ziehen war das? Ja, das ist bis abholen, das kann ich doch. Und du bist ungefähr hier hinmachen. Und sieht halbwegs aus wie ein Baby. Ah, also dann den anderen Rest auch mit Dreck füllen. Ja. Jutti, machen wir halt doch. Vergesst nicht auch so zu kommen. Keine Sorge, mach ich nebenbei. Stell dir mal vor, wie viel Matsch wir hier brauchen dann. Ja, jetzt sind es ja nur 6 Blöcke runter. In Anführungszeichen nur. Haarschleim verfehlt. Natürlich hat sie versucht, mich wieder taktisch einzuspielen. Boah. Ich würde nur helfen. Den du mich einsperrst. Ich hab dich doch gar nicht eingesperrt. Ja, du wolltest aber. Nee, ich wollte auch nicht. Warum soll ich denn wollen? Aha. Hui. Magst du mir schon mal deinen ganzen Müll geben? Dann esse ich diesen hässlichen. Ja, gut. Kannst auch vorher einen Pilz essen. Bringst du dann einen Eimer mit? Ja, sicher. Gott, ich verzage dann die Geile, kannst du auch wegsetzen. Und hier schenkt er noch mein Geld. Ja, mein Engel. Alter, nee, am Tag, egal. Den habe ich sogar noch bekommen. Ha! Noobs! Wahrscheinlich, weil ich so nah an dir dran stand. Das kann so sein. Keine 3 Meter von dir. Vergessen, den einmal mitzunehmen. In der Zeit gebe ich nächstes Mal für den Part zum Wandern raus. So. Nee, ich will nichts kopieren. Das.
Ich will es immer noch nicht kopieren. Nicht? Nein. Ist ja lustig. Boah. Liebe Tee. Drei Parts Sturmflut. Nächste Woche. Open. Geben werden hell. Hä? Geben werden dunkel. Gut. Nein! Ich will mein Mega nicht schließen. Was ist da für Mufi? Da. 3. So. Das ist das Gute, dass ich gerade nicht auf meinem Aufnehmen bin. Ich bin nebenbei rendern, ohne dass es auffällt. Was soll denn ich sagen? Ey, guck mal, da sind's online. Jetzt muss ich mich klein beschweren, du hast Schatz aufgehalten. Ja, aber ich liebe dich immer noch. Ja, ich auch. Ja. Ich muss was essen. Bis gleich. Bis gleich, mein Engel. Liebe dich. Dich auch. Dich Abonnenten habe ich nicht lieb. Ha, sie mag euch nicht, haha. Auch eine Variante. Was soll ich denn jetzt mit der Goldhacke machen? Ich leg die mir erstmal hier rein. Ah ja, genau. So, ich mach mal eine Kleinigkeit. Gucke, ob es mir gelingt. Hier noch eine Tür? Ja, wir haben hier noch Türen. Nice. Nice. So, wo war denn der Dschungel? War der, der war links, oder? War der links? Oh, mal gucken. Gehen wir mal gucken. Das geheime Projekt. Ich habe ein neues Gesprächsthema für dich. Du kannst unseren Zuschauern ja sagen, wie dein Chili Kanaka auf die Zuckerrad kam. Oh ja, Leute. Viel Spaß. Das ist super eklig, ey. Weißt du, ich hatte vor knapp einer Woche Geburtstag, also jetzt hier Aufnahmetermin. Und ja, zu Abend gab es halt Chili Kanake, also Chili con Carne. Und am Abend, wir haben halt nicht alles aufgegessen und ja, momentan ist mir halt sowas von gar nicht danach und mir war auch nicht danach. Aber also meine Mama hat es halt gemacht zu meinem Geburtstag. Ich fand es schon scheiße, dass ich nicht entscheiden durfte, was ich zu Abend an meinem Geburtstag essen will, sondern es wurde einfach entschieden, Chili con Carne und dann ist gut. So, hatte ich aber überhaupt keinen Hunger drauf. Naja, auf jeden Fall blieb noch was übrig. So, und das war dann halt auch in dem Topf. Ich höre hier einen Wurm, warum höre ich hier einen Wurm? Und ja, das haben wir ja total vergessen, dass es noch da ist. Ja, kleiner Wurm. Und dann gucken wir so Samstag. Also Mittwoch hatte ich halt Geburtstag und Samstag habe ich dann halt mal ganz zufällig in den Topf geguckt. Boah, ey, und Leute, das hat man nicht wiedererkannt. Da war. Also das Zeug, das hat weißes Fell bekommen. Also das war richtig haarig. War geruchsneutral, aber das sah so eklig aus, ne? Also, es hatte wirklich richtig Haare. Boah, sonst dann. Dann habe ich es gestern
zusammen. Sonntag habe ich es halt dann erstmal mit heißem Wasser versucht zu ertränken. Meine Fresse, was ist denn jetzt los? Und Alter, ey, das war so hartnäckig, das Vieh oder das Zeug, oder wie man es auch nennen darf. Einfach nur extrem, ey. Einfach nur extrem. Es war so eklig. Besonders irgendwann hat sich das Vieh dann mal, also das haarige Chili-Konkane, hat sich mal vom Topf gelöst und einfach. Aber ganz ehrlich, ey, hätte ich noch eine Woche gewartet, hätte mich das Zeug wahrscheinlich angeknurrt, ey.